Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Metroid Prime. Es ist Prime Time, Leute. Im Hypermodus. 100% mit dem Horror Jumper. Auf der Wii natürlich, die Trilogie. Hat sich gereimt. Ja, so Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Ihr fragt euch sicherlich, was habe ich im letzten Part eigentlich falsch gemacht? Beziehungsweise, warum haue ich eigentlich ab? Warum bin ich nicht weitergegangen? Es gab ja einen Weg, den hätten wir noch gehen können. Und zwar, ich zeige euch das hier oben. Ihr seht es schon, ich habe es anvisiert, beziehungsweise gekennzeichnet. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hier sind wir ja quasi gewesen und haben den neuen Visor bekommen. Ne? Und da unten seht ihr es schon, da gibt es eine Türe und die ist weiß. Ja. Und diesen Beam haben wir noch nicht, deswegen können wir da noch nicht hin. Darum müssen wir zurückgehen, weil wir haben ja jetzt quasi neue Fähigkeiten, damit wir weiterkommen können. Und diese sollten wir auch verwenden. Aber dazu müssen wir erstmal etwas anderes machen. Und zwar, wir müssen Leine ziehen, genau wie ein Dog, ja. Nicht ein Hot Dog, weil wir sind gerade nicht heiß, sondern wir sind kühl, weil ich habe kalte Hände und das spüre ich gerade, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe immer kalte Hände. Oh ja, das ist eigentlich nicht gut, ne, ich weiß. So, gut. Aber warum hat es einen Sinn oder einen Grund, warum es nicht gut ist, kalte Hände zu haben, hä? Könnt ihr mir das verraten? In die Dirty-Kommentare meine ich. Alter. Jetzt übertreibt man nicht. Ja, diese Gegner, die rasten total aus. Wie viel halten die eigentlich aus? Mega heftig. Man merkt den Unterschied jetzt langsam. Hier, es ist jetzt auf Hypermodus. Und diese Gegner haben schon relativ viel Schaden gemacht. Alter Schwede. Ja, ich hätte natürlich den Beam wechseln können, aber ich war jetzt gerade ein bisschen faul. Weil, ja, ich weiß nicht. Warum öffnet sich die Tür nicht? Aha. Oh, man hört es schon. Hier sind Metroids und... Moment. Ich versuche... Ah, komm schon. Mach doch jetzt keinen Scheiß hier. Der hält ja sowieso bis zu 4 Stück insgesamt aus. Genau, einmal aufgeladen ist quasi wie, als wenn wir ein Missile abschießen würden oder abfeuern. Und was ich euch noch zeigen möchte ist... Moment. Ich habe euch ja gesagt, hier drin ist etwas, ne? Jetzt passt mal auf. Weil wir jetzt die Kombination haben, können wir das in die Luft sprengen und siehe da, ein Missile-Container. Jetzt haben wir schon 85 an der Zahl, nicht schlecht, also es geht bergauf. Es geht in Richtung 100%, sagen wir es mal so. Und den Metroid, den könnten wir jetzt freilassen, aber ich glaube, der geht erst direkt auf uns zu. Es sei denn, wir versuchen es mal, ich habe es noch nie wirklich ausprobiert, aber ich denke, das müsste eigentlich klappen. Ja, ich glaube schon. Der Metroid ist jetzt gerade da hingegangen. Da, seht ihr das? Nein, er kommt zu uns, oder? Willst du mich verarschen? Was macht er da? Kann er sich nicht entscheiden? Ach, wisst ihr was, Leute? Scheiß drauf. Wir hauen jetzt einfach ab. Ich muss jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen. Oh nein, ich muss die anderen, den anderen Beam nehmen. Alter, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Da wollte er uns aufschlitzen. Habt ihr es gesehen? Aber ich meine, sonst haben wir auch gar nichts verpasst. Treffe ich den überhaupt? Weil manchmal geht das so in einem Bogen, dass man die ja nicht trifft. Habe ich ja schon mal erzählt. Deswegen müssen wir einfach mal gucken. Komm, mach den jetzt mal kaputt. Aha. Ich könnte natürlich den Morphball benutzen, aber da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. So, hier können wir, glaube ich, soweit ich weiß, wieder... Ja, genau. Wir können wieder normal sein. Also, was heißt normal? Wir können wieder den normalen Visor benutzen und... Jetzt öffne ich schnell die Tür. Ich glaube, hier kommt auch nochmal ein Gegner, aber ich glaube, der ist unsichtbar, deswegen... Mache ich jetzt mal diesen Visor. Nee, doch nicht. Okay. So, wo wir jetzt hinkommen, beziehungsweise wo wir jetzt hingehen, ist dort. Und zwar, ich kann euch jetzt genau zeigen, warum. Aber vorher hole ich mir nochmal Energie, Leute, weil das ist mir irgendwie ein bisschen zu krass, das ist too much. So, Moment. Ja, haben wir geschafft. Da runterzufallen wäre jetzt auch ziemlich blöd gewesen. So, speichern dürfen wir natürlich nicht. Ihr wisst ja auch, warum. Weil sonst dürfen wir das Ganze nachher nochmal neu machen. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Natürlich wäre das für mich ein Klacks, ne? Also, so ist es nicht, aber das ist natürlich sehr viel Zeit. Momentan bin ich im Mega Man-Hype und, ja, ich spiele wirklich, ich habe mir die Mega Man Legacy Collection gegönnt. Auf, also, auf der PS4. Und es ist schon ziemlich krass. Und hier, das kann man nur kaputt machen, indem man die Kombination benutzt. Das wusste ich damals nicht und dachte, wie kommt man hier weiter? Und jetzt, siehe da... Ah, nee, Moment, sorry. Man sieht es ja nur so. Das habe ich euch, glaube ich, im letzten Part gar nicht richtig demonstrieren können, weil
Ja, wir mussten uns schnell beeilen und ich konnte es nicht ganz erklären, bevor die Metroids kamen. Das hier ist so ein, wie nennt man das? Energieaufnahmegerät oder so. Und das müssen wir abschießen, indem wir so machen. Wenn wir es treffen würden. Aha. Und ihr seht, jetzt ist die Tür mit Strom versorgt und deswegen haben wir diesen Visor, den braucht man nämlich später noch. Hat alles noch seinen Sinn und so, das finde ich richtig cool, das haben sie richtig gut gemacht. Also, man muss es auch öfter mal verwenden und so weiter. Ist nicht so, als ob man das nur am Anfang irgendwie an gewissen Stellen dann braucht oder gebrauchen muss, wie auch immer. Wir gucken einfach mal. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Hier die Stelle finde ich im Übrigen auch ganz cool. Also, ich feiere die total. Vor allem, wir kommen jetzt in so eine Art Eisszenario, man hört es auch schon an der Musik. Wir waren ja auch schon vorher eigentlich in einem Eisszenario. Was rede ich da? Aber ich will damit sagen, dass es hier etwas Spezielles gibt. Und zwar da vorne. Ihr seht es vielleicht schon. Oh Gott. Ja. Auf gut Glück, ne? Würde ich mal sagen. Darf ich vorstellen? Wie heißt der? Moment. Typus Tardus. Kreatur aus Felsbrocken, die hochgradig mit Pason oder Strahlung belastet ist. So. Die von Tardus abgegebene Pason-Strahlung macht automatische Zielsysteme nutzlos, da sie eine Zielerfassung verhindert. Möglicherweise lassen sich mit einem anderen Visor alternative Ziele anpeilen. Aus der Schwierigkeit heraus, gleichmäßige Pason-Bestrahlungen durchzuführen, ergibt sich bei dieser Kreatur eine strukturelle Instabilität. Genau. Tardus kann seine Gegner in Eis einschließen und seine kolossale Größe in Verbindung mit entsprechender Stärke machen ihn zu einem überwältigenden Gegner. So. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Hier gibt es mehr oder weniger eine gewisse Fähigkeit, die wir benutzen müssen, und zwar den neuen Visor. Und ihr seht, er hat eine Schwachstelle, und zwar hier die. Ich versuche so gut wie möglich erstmal nur mit dem normalen Beam drauf zu schießen. Man kann es natürlich auch, wie heißt es, mit dem Kombinationsbeam, mit dem Missile, ja, mit der Missile-Kombination, kann man ziemlich gut Schaden machen. Aber ich bin... Oh, wir sind eingefroren. Da muss man ganz schnell B drücken hintereinander, damit man sich daraus befreit. Also man muss springen. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Den kann man übrigens auch so treffen, indem er, wenn er sich rollt, also beziehungsweise zu uns rollt, kann man dann seine kleinen Morphball-Bomben benutzen. So, wir haben jetzt eins kaputt gemacht. Ihr seht gerade, er ist jetzt ausgerastet. Beziehungsweise Pason hat sich jetzt uns geöffnet. Und da ist es am besten, die Kombination drauf zu schießen, wenn wir das hinkriegen. Ja, nicht schlecht, also auf normal, ohne Scheiß, auf normal wäre das jetzt schon kaputt gewesen, glaube ich, oder so gut wie. Alter, ich mache ihn auch kaum Schaden, ihr seht es ja. Mist, er hat's geblockt, nur weil ich in einem blöden Winkel geschossen habe. So, er hat jetzt sein Bein verloren, also das eine. Er ist jetzt quasi nicht mehr normal. So, und jetzt hat er eine andere Schwachstelle und das ist gerade wieder ein bisschen blöd, er wird uns treffen, oder? Man kann natürlich auch so drauf schießen und man sieht auch ab und zu, dass man ihn trifft, wenn es so ein bisschen blinkt, aber wie ihr seht, haben wir nicht getroffen. So. Ja, er hat schon wieder seine Eisfähigkeit gemacht. Er hat auch noch einen anderen Punkt, den treffe ich fast so gut wie nie. Das wird ein bisschen schwer, das ist mir aufgefallen, wo ich es auf normal nochmal durchgespielt habe. Das war schon Next Level Shit, also das zu treffen. Da habe ich mir gedacht, wie wird das dann wohl sein, wenn ich das auf Hyper-Modus machen würde. Aber bis jetzt, finde ich, gelingt mir das eigentlich ganz gut. Auch wenn wir schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Munition verschenkt haben. Also, es wäre geiler gewesen, hätte ich ein bisschen Munition aufgeladen. Aber ihr habt gesehen, ich habe ziemlich gut getroffen, oder? So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Er rollt sich schon wieder.
Ich habe jetzt aber keinen Bock wegzurollen und ich habe das Gefühl, ja, wir haben es geschafft. Wir sind ausgewichen. Wären wir nämlich in die andere Richtung wieder gegangen, dann hätte er uns getroffen. Aber ich mochte diesen Boss auch immer. Also, es gibt mehrere solcher Bosse, wo man solche Schwachpunkte hat, in so einer Form. Also zumindest in Teil 3 haben die sehr viele, aber das hat einen anderen Grund, das werdet ihr alles noch sehen. Oder die, die es kennen, die wissen vielleicht, also vielleicht Bescheid, da gibt es nämlich so Kerne. Oder beziehungsweise so eine Art Parson-Kokon oder so. Und ja, dazu kommen wir aber später, ich möchte nicht spoilern. Deswegen halt ich die Klappe, bis dahin habt ihr es hoffentlich vergessen. Ah, komm schon. Weil es kommt ja sowieso noch erst Teil 2. Und in Teil 2 fand ich, waren bis jetzt eigentlich so mit die krassesten Bosse, also die krassen, also krassesten der krassesten Bosse, sagen wir es mal so. Komm schon, ich muss ihn öfter treffen. Ich habe ihn fast die Hälfte abgezogen, Leute. Ich glaube, wenn wir ihn die Hälfte abgezogen haben, dann wird er ein bisschen krasser. Ich glaube, der hat dann einen neuen Move drauf. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch in diesem Teil hier so war. Ich glaube schon. Kann aber auch sein, dass es erst im dritten Teil so war. Oder im zweiten. Aber ich fand, wie gesagt, der zweite Teil war ja der beste Teil für mich. Ja, jetzt macht er irgendwas Spezielles. Ich weiß nur nicht mehr was. Ich glaube, er macht sich so unsichtbar oder so. Oder? Nee. Das war einfach nur so ein Energieangriff, beziehungsweise so Gewitter. Keine Ahnung, warum er Gewitter machen kann, aber naja, warum nicht, ne? Vielleicht war es auch einfach so eine Art Schneesturm. Weiß der Geier. Oder einfach nur eine pure Energie, die er freigelassen hat. Oh ja, pure weiße Energie, Leute. Ja, der Boss, der ist eigentlich simpel, wenn man weiß, wie man gegen ihn vorgehen muss, weil, ja, ganz ehrlich, damals hatte ich Probleme damit, also das hat man ja bei jedem Boss eigentlich, zumindest bei solchen Spielen, wenn man da noch nicht so den Peil hat. Und ihr seht, er hat jetzt, er ist gekommen, ne, deswegen ist alles so neblig. Alter Schwede, der kann mich aber auch nicht in Ruhe lassen. Das Blöde ist, wir sehen jetzt leider nichts. Wir müssen warten, bis der Nebel, glaube ich, verschwunden ist. Und dann können wir es erst wieder angreifen. Wir können diese Steine im Übrigen auch kaputt schießen. Oh, und dann kriegen wir auch manchmal ein bisschen Energie. Oder auch ein bisschen Missile. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich ihn gleich auch mal ein bisschen mehr Damage machen. Warum ich das anvisieren kann, Leute? Weil ich das noch nicht kaputt gemacht habe. Deswegen habe ich vergebentlich jetzt gerade eben, oder vergebens gesucht. Alter, der schießt sogar nach hinten. Habt ihr es gesehen? Aber sowas, da freut man sich wirklich immer bei so einem Spiel. Keine Ahnung. Also die haben wirklich die perfekte Mischung da aus allem gemacht. Also Bossgegner, die ganze Welt, Backtracking, dass man Sachen sammeln kann, die einem was verbessern und. Geheimnisse, die haben wirklich... Ja, man könnte sagen, es ist eines der perfektesten GameCube-Spiele. Wie gesagt, die meisten sagen ja zu diesem Teil, dass es das beste GameCube-Spiel ever ist. Wo ich eher davon ausgehe, der zweite Teil, weil der war noch eine Schippe härter als der hier. Deswegen, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich dann ein bisschen krasser hier abgehe, als wie es eigentlich geplant hätte sein müssen. Weil ich ja eh gedacht habe, ich werde Probleme haben. Bis jetzt hatte ich nur ein einziges Mal richtig krasse Probleme, beziehungsweise mehr oder weniger zwei, glaube ich, ne? Aber das kommt auch davon, weil ich auch das Spiel mehr oder weniger beherrsche. Ja, komm. Dieses Ding, dieses große. Das erinnert mich immer an diesen... Wie nennt man das? Oh, da gab es doch irgend so eine Folge von Asterix und Obelix. Da hat er doch, glaube ich, sein Gedächtnis verloren oder so. Da hat er doch diesen... Oh, wie nennt man die Steine? Kieselstein hat er doch, glaube ich, auf den Kopf oder so bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Schreibt es mal mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es echt nicht mehr. Das würde mich echt mal interessieren, wenn ihr davon Ahnung habt. Alter, jetzt gehen wir nicht auf den Sack, Mann. Der Typ, der will... Oh nein, der hat uns zum Kullern gern. Alter. Junge, übertreib mal nicht. Okay, was hat er jetzt vor? Er ist wieder in seine Position übergegangen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Was hat er vor? Er macht natürlich wieder denselben Move. Aber ich vertraue ihm immer noch nicht ganz. Wie gesagt, danach hat er, glaube ich, noch einen Angriffspunkt, den wir dann treffen müssen. Ja, perfekt. Ich hatte echt die Hoffnung, dass wir treffen und wir haben getroffen. Aber was? Es lebt immer noch? Alter, nein. Oh, jetzt sehen wir aber wenigstens, wenn er in dieser Formation ist, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, dass man ihn auch so treffen kann. Ihr habt es gesehen, wenn es kurz rot blinkt, heißt das, wir haben einen Treffer gelandet.
Boah, damals hatte ich extrem viel Schiss vor diesem Boss, ne? Das könnt ihr mir glauben. Am liebsten wäre ich abgehauen, weil... Ja, keine Ahnung. Ich wusste nichts damit anzufangen und ich hatte weniger Energy Tanks und, Alter. Junge. Komm schon, mach den noch... Nein, nein, geh weg. Wir haben schon relativ Energie verloren, das kann man nicht anders sagen. Das merkt man ja schon. Wir haben quasi die Hälfte verloren. Und er hat jetzt über die Hälfte verloren. Das heißt, wir sind im Vorteil, also normalerweise. Komm schon. Verdammt, ich treffe ihn so nicht. Diese Stelle ist so ekelhaft. Alter, wir haben nicht mehr genügend Missile, um einen Power-Missile zu machen, beziehungsweise eine Kombination. Alter, ich treffe das Ding nicht, ne? Ja, das Ding. Oh, komm schon. Mach doch keinen Scheiß. Ich hoffe mal nicht, dass er sich generieren kann, weil ich sehe das nicht. Die Energie... Ah, okay. Sieht nicht danach aus. Im dritten Teil ist das ziemlich fies, weil da können sich Gegner generieren und, das ist schon ziemlich asozial. Ich glaube, im zweiten Teil gab es auch solche Gegner. Alter, warum prallt das immer ab? Hä, warum treffe ich das denn nicht? Moment. Seht ihr das? Ich treffe ihn nie. Ich muss hinten stehen, oder? Da, ja, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Es hat geblinkt. Oh, komm schon. Jetzt müssen wir ihn doch eigentlich treffen. Ah. Ich finde das schon gut, dass ich das für die Wii spiele, weil dann ist dieser Kampf dynamischer. Beziehungsweise bewegungsfreundlicher. Man merkt es auch. Weil sonst hätte man ihn gar nicht so oft vielleicht an gewissen Punkten treffen können. Alter, das war jetzt totaler Bullshit. Habe ich eigentlich jetzt ein paar Missile erhalten? Nee, wir haben immer noch 4. Komm schon. Ah, verdammt. Aber ich habe welche bekommen, Leute. Alter, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht kommen sehen, Leute. Verdammt, ich habe es nicht getroffen. Ah, geh mir doch nicht auf die... auf die Pelle hier. Verdammt. Ich habe noch ein Missile, Leute. Soll ich es versuchen? War so klar, dass ich nicht treffen werde, aber das ist auch fast unmöglich in dieser Position. Jetzt habe ich es schon wieder getroffen, aber es will nicht kaputt gehen. Alter, jetzt oder nie? Komm schon. Am Ende rastet er nochmal völlig, meine ich, aus, wenn er nur noch ein so ein Ding hat, was wir abschießen müssen. Ey, seht ihr das? Ich treffe es einfach nicht. Man muss echt hinter dem stehen, oder was? Junge, 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 Junge. Am besten wäre natürlich... Ja, er rollt sich. Jetzt. Haben wir es getroffen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob wir es getroffen haben, aber es sah gut aus. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Ja, wie es aussieht, wird der ganze Part über der Kampf dauern, ne? Normalerweise geht der ja schneller, aber ihr merkt schon, ich treffe dieses scheiß Ding nicht, Alter. Und er hat mich schon wieder getroffen. Das ist nicht gut, er macht mir langsam zu viel Schaden. Ja, perfekt. Korrekt. Jetzt komm her. Jetzt hat er nur noch einen Schwachpunkt und das müsste die Mitte gewesen sein. Was hat er vor? Oh. Der blüht ja richtig auf, unser Freund hier. Ja, nee, ist klar, Alter. Was geht denn jetzt? Lass mich doch mal in Ruhe. Junge, Junge, Junge. Okay. Jetzt geht's ja an den Kragen, mein Freund. Oder auch nicht. Ich habe leider keine Missile, Leute. Das heißt, na, der macht jetzt öfter diesen Move, ne? Das war so klar. Der ist eigentlich schon gefährlich, wenn er den lange macht und uns auch öfter trifft. Aber dieses Ding können wir jetzt öfter treffen. Also man merkt es auch. Warum ich den anderen Beam nicht benutze? Weil der andere... Ja, wie soll ich sagen? Ich mag den nicht. Mit hier, also mit dem normalen Beam trifft man punktueller. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ziel... Also zielgenauer. Komm schon, jetzt geh mal kaputt, ey. Alter, nein. Oh, jetzt kommen die ganzen Felsen, Steine, wie auch immer. Ihr seht, das sind einige. Er macht jetzt mehrere. Alter, wie viel hat er mir an Schaden gemacht? Es wird doch noch spannend, Leute. Krasser Scheiß hier. Meine Herren. Okay, dass sich das Blatt doch noch irgendwo wendet, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Er will es nicht anders haben, dann kriegt er es auch so. Komm schon, jetzt müsste es doch kaputt gehen. Ja, perfekt. Oh nein, ich sehe nichts. Das ist gar nicht gut. Alter, ich muss ganz schnell dribbeln oder tippeln oder wie auch immer. Alter, er macht mir übelsten Schaden. Ich krieg Angst. Lass mich in Ruhe. Komm schon. Alter, wie oft macht er jetzt diese Technik? Ich mag die nicht.
Ich muss jetzt die ganze Zeit zur Seite springen, damit ich nicht getroffen werde. Also so gut wie nicht. Oh nein, das wird richtig spannend. Oh nein. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Alter Falter. Boah. Da komme ich ja richtig in Adrenalinstimmung hier. Wer hätte das gedacht? Meine Herren, der Typ. Komm, nochmal mit aufgeladen und nochmal mit aufgeladen. Alter, der rastet ja aus. Nein, nein. Geh weg, bleib weg von mir. Alter, Junge. Da friert der Arsch mich auch noch ein. Nicht getroffen. Oh nein, er rollt sich zusammen. Alter, mach, dass du Leine ziehst, weil... Oder sieh zu, dass du Leine ziehst, oder wie auch immer. Komm schon. Komm schon. Das ist echt nicht mehr viel, Leute. Komm schon. Alter. Komm schon. Alter. Alter. Ja. Alter. Ich habe so gefiebert, Leute. Das habe ich seit langem nicht mehr gehabt in irgendeinem Spiel. Ah, Junge. Meine Fresse. Das war wie ein Orgasmus, Leute. Nur besser. Und als Belohnung bekommen wir etwas ganz Feines. Erstmal Energie auffüllen. Na, was kriegen wir denn? Spider-Ball! Ja. Oh yeah. Leute, wir haben den Spider-Ball. Im Off-Ball-Modus bitte Z gedrückt halten, um an der Magnetschiene einer Spider-Ball-Spur haften zu... Was? Bleiben. Okay. Alter. Boah, ich finde das so geil, wie der aussieht, ne? Oh, das haben die so richtig geil... Oh, Leute. Junge, da kriege ich wieder so richtig Bock. Ich finde das so geil, wie die den dann auch noch designt haben und so, Leute. Oh, das ist so nostalgisch. Meine Herren, wir haben überlebt. Wer hätte das gedacht? Hier gibt es mehrere Wege. Ich weiß jetzt allerdings nicht, woher wir kamen. Ich muss erstmal auf die Karte gucken. Es gibt hier nämlich noch einen anderen Weg. Ihr seht es. Und von hier sind wir gekommen. Ja, wir sind von da gekommen. Am besten ist, wir gehen da hoch. Wir haben ja jetzt den Spider-Ball. Gleichermaßen gibt es hier noch einen anderen Weg. Ihr seht, hier braucht man den Grabble-Beam. Das bedeutet, hier muss man nochmal irgendwann vorbeischneien. Sagen wir es mal so, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, dass wir uns erstmal auf den Weg machen, noch ein bisschen Kleinkram zu finden oder so. Und dann speichern wir. Das war schon heavy genug und ich hätte echt nicht gedacht, dass es sich noch so dramatisch hinzuzieht. Es wäre einfacher gewesen, hätte ich volle Missilvorrat gehabt. Oder den vollen Missilvorrat, sagen wir es mal so. Aber wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Das war... Boah! Ich war wirklich... Ich dachte, mit jedem Treffer jetzt, wenn ich getroffen werde, bin ich tot. Und wir haben überlebt. So, okay. Dann gucken wir jetzt mal. Ich weiß allerdings nicht, ob das der richtige Weg war. Es könnte der richtige gewesen sein, dass wir dann im nächsten Part hier weitermachen müssen. Weil ich glaube... Wir mussten nämlich erstmal noch woanders hin. Aber zum Glück habe ich mir das ja gemerkt. So halbwegs, sagen wir es mal so. Hier gibt es auch noch einen Weg, aber da können wir nicht lang, weil... Ich zeige euch mal, warum. Hier ist nämlich diese Eistür. Oh mein Gott, er hat es gesagt, Eis. Was hat das zu bedeuten? Nix, Leute. Man braucht einen anderen Beam. So. Damit fahren wir jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da genau auskommen. Soweit ich weiß, glaube ich, in den Höhlen von Magmoor. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dort müsste es, glaube ich, einen Speicherpunkt geben. Und das ist eigentlich perfekt, um den Part abzuschließen. Der Part war schon heavy genug. Am Anfang hat man echt gedacht, boah, der hat's voll drauf. Der wird jetzt nicht krepieren. Aber das war schon knapp. Oh! Und wie habe ich es euch versprochen? Hier kann man speichern. Ich hatte recht. Krass. Alter, wie perfekt ist das denn? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.